die viele Jahre her, als ich die krepiert habe, auch noch. Und irgendwann sind die alle Hops, die ich kenne. Ja. Alle. Aber selber gemacht. Ich bin krank. Durchgeknallt, ne? Die ist direkt durchgeknallt, die hat wirklich ein schlimmes Schicksal. Das ist die auch gar nicht. Die würde daheim jetzt laufen können, ist natürlich nicht drin. Und der Emotionalkörper, der praktisch dann immer, das wieder zu erzählen, was man gewohnt ist, nämlich steilen Schmerz. Und ganz steilen Schmerz. Und dann erzählt sie das immer dann, was sie macht, und die anderen haben immer erzählt. Und dann hat sie das, was sie immer gesagt hat, zurückgeschrieben. Kein Mensch hat zurückgeschrieben. Aha. Ja, ich bin auch noch nicht ganz so. Aber es ist schon na, warum er den Riesen eingesetzt hat, weiß ich nicht. Vielleicht, weil kein Zweig mehr übrig war. Zweige sind noch alle in Bayreuth. Ist doch so, oder? Oh. Ja, was da für Zweige, die machen so wirklich mal pelzig und der Hälzig. Kennst du das? Pelzig? Ja, der ist doch auch was in der Frage. Wer ist pelzig? Das kennst du nicht. Wer nicht? Geil. Das kennst du nicht. Nein, woher soll ich das kennen? Oh. Das ist ja Komiker, das wird nicht so. Das sieht aus wie der Hintertoni. Der Hintertoni. Der Hintertoni ist auch klasse. Nee, ich kenne bloß die Brombeerhügel. Mit Hintertoni kann ich lernen. Hintertoni. Der ist auch so ein Verkehr. Ja, bist du! Ja, ich bin. Ja, kannst du was? Ich bin dein schlimmster Albtraum. Aha, das werde ich dir schon erzählen. Das erzähle ich dir selber. Ich bin doch ausgefüllt. Aha, hat er das? Glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, Brand und Wiener haben mich ausgebildet. Brand und Wiener? Ja. Nee, kennst du die nicht? Der haben sie vom Hintertun. Ja. Dann geht's richtig, ne? Wenn wir da irgendwie kennenlernen. Whiskey. Wenn wir so Apfelbrudel da. Erstens kann ich dir wegen meiner Zähne nicht essen, zweitens brauche ich nicht mehr dran. Ich bin der Captain. Meine Zähne. Hör mal. Ist ein Captain, der in See steht. Und Leute, der kann auch ein Apfelbrötchen essen.